Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Let's Play Octopath Traveler Episode. Mein Name ist Jennifer Stan. Und ich, bevor ich es vergesse, werde ich die Lautstärke etwas runterdrehen. Octopath Traveler. Damit ich nicht jedes Mal bei jedem Level Up halbwegs meine Hörfähigkeit verliere. Und man vor allem auch hört, was ich während hitziger Kämpfe im Hintergrund rumrödel. Und wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau, in der letzten Episode haben wir die Geschichte von der kleinen Tressa hier beendet. Und jetzt geht es darum, den nächsten Kandidaten für unsere Party zu finden. Und ich werde versuchen, mir... kaufen. Oh. ja. Ich werde diese Episode versuchen, mich nicht, wie in der letzten Episode, durch blöde Kommentare absolut zum Affen zu machen. Und wo will ich überhaupt hin? Wer steht denn als nächstes an? Cyrus? Ophelia? Primrose? Also Cyrus und Primrose liegen etwa gleich weit auseinander. Ich glaube, ich werde mich für Cyrus entscheiden. Okay. Bokennokishi, Ostenmai! So, und wenn ich es jetzt nicht verrafft habe, ja, okay, man hört mich reden. Das war nämlich bisher immer so, dass man nicht so wirklich gut verstehen konnte, was ich während dem Kampf vor mich hin rababere. Okay. Was gibt es noch zu erzählen? Ja, ich habe herausgefunden... Moment, ich laufe in die falsche Richtung, wenn ich... Cyrus... Oh, so kurz. Vor der Stadt. Ja, ich habe herausgefunden, dass Tressa eine durchaus interessante Fähigkeit beherrscht. Und zwar... Wenn man eine gewisse Zeit... oder auch eine gewisse Anzahl an Schritten zurücklegt und dann sozusagen in eine neue Gegend wechselt, dann passiert es, dass Tressa Tressa hat so und so viel Geld entdeckt, die irgendeine glücklose Seele zurückgelassen hat. Ja, das ist irgendwie so eine Fähigkeit, die Tressa So eine Passivfähigkeit von Tressa, die äußerst nützlich ist. Also wenn man richtig schön ohne viel Mühen Geld verdienen möchte, dann muss man sich eine Gegend mit einigermaßen starken Gegnern aussuchen. Dort ein bisschen rumwandern, ohne möglich zu sterben. Dieses Tagebuch. Der Autor hat nur die Hälfte der Seiten gefüllt. Die andere Hälfte ist noch immer leer. Oh. <lacht> Okay,
Okay, Zeit, einen neuen Weg zu finden. So, hajime yo. Atashi no ban. Koko kara ga. Ii shobu da. よい戦いにしよう。覚悟はいい？覚悟はいいか？ Bin ich überhaupt? Okay. Ja, ne? Sotte. Ho! Das ist nur ここからが本番。よ！行くよ！覚悟はいい？さて、いい勝負だ。 良い戦いにしよう。よし！覚悟はいい？ここからが本番だ。よ！さて。 良い戦いにしよう。ここからが本番。さあ、どうする？
ここからが本番だ。くらっ！よし！うっ！さあ！ここからが本番だ。よし！やっ！へへん、どんなもん？さて、よっ！よし！あっ！やっ！行くぞ！ふっ！ん！さあ、どうする？やっ！覚悟はいい！やっ！よし！えい！商人だからって甘く見たでしょ。Oh, Tresse, du machst mich noch richtig schön reich. 12.000, okay. Okay. Ah, sorry, wenn ich eklige Geräusche mit meiner Nase fabriziere, aber es ist zurzeit wieder Allergiezeit. Oh, okay. Ich dachte gerade, es ist ein Schwein. Okay, harmlos. Wow. Ja, es ist Allergiezeit, dadurch läuft meine Nase ihren Weg und dadurch kann es passieren, dass ich wieder nicht so sexy klingende Geräusche mit meiner Nase fabriziere. Jetzt habe ich vergessen, was ich getestet habe. Das Schwein heißt Mi. Wie süß. ここからが本番だ。私の番。はっ。さて。はい。私の番。えい。Oh, Mieb kann sich heilen. Wie goldig. Ich hasse dich. Schlachtfroggen 1. Okay. Jo! Okay.
ここからが本番だ。よし。ここからが本番だ。よし。さあ。どんな番？覚悟はいいか。行くよ。覚悟はいい。よ。行くよ。ここからが最。Geschafft. Wo bin ich jetzt gelandet? Hello. Ja. Ja, schön. Ich möchte aber eigentlich wissen, wo ich jetzt eigentlich bin. Jo. Atlas dann, okay. Oh Gott, meine Nase juckt und macht eklige Geräusche. Ich muss auf jeden Fall diese Heildingis kaufen. Ja, ja. Nehmen wir mal ein bisschen mehr, da ich nicht weiß, was unser neues Partymitglied an Fähigkeiten mit sich bringt. Wo muss ich denn jetzt hin? Palasttor. Ah, hallo. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wer den Folianten gestohlen hat. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden, nur damit wir uns richtig verstehen. Sein Name ist Cyrus und er ist ein Gelehrter. Dies ist Atlasdam, inmitten der fruchtbaren Ebenen des Flachlandes. Hier steht die Königliche Akademie, an der viele Gelehrte Tag und Nacht forschen. Um dem Königshaus und dem ganzen Land das Licht des Wissens zu bringen. Er verbringt seine Tage in den stillen Sälen der Bibliothek und liest nach Herzenslust. Und meine Nase läuft, ey. Es ist so abartig. In dieser Bibliothek erfährt er von einem schrecklichen Diebstahl. Cyrus ist sicher, dass einer seiner Mitgelehrten der Schuldige ist und bricht alleine auf, um ihn zur Rede zu stellen. Auf diesem Weg braucht er weise Verbündete. Ja. Cyrus mitnehmen. Ihr werdet in der Gegend bleiben müssen, wisst ihr? Ja, weiß ich doch. Habe ich nicht irgendwo ein Taschentuch oder sowas rumfliegen? Koko, Atlasdam no machi no rekishi wa. Kono Orustera Taidiku de wa ichio furui buru ni hairu ne. Sonna waga machi to onaji kurai nagai rekishi o motsu machi ga.8年前に滅んだ。その町の名前を覚えているかね、テレス。Ich weiß es. Ich weiß es. Aber ich habe den Namen vergessen. Aber ich denke, es hat was mit Olberic zu tun. はい。焦らなくていい。学ぶための授業なの。知らないことは恥ではない。
答えは教本に載っている。慌てずに探すといい。はい。ホルンブルグでしょうか。ああ、ダメですと。Hornburg, ja. Das Drama um Olberic. Seikai da. Hornburg war wasre sarareta kodai shūkyō. Sono shisai de atta ōzoku o chūshin ni sakai da. Ah, kommt jetzt Background Story Wissen. Ippō waga machi wa Flatland ni sumu heigen minzoku niyotte okosarete iru.当時のフラットランドの部族数は？メアリー殿下、お答えを。はい。8つの部族がいた。そう伝わっています。正解だ。当時のフラットランドは戦乱の時代だ。8つの部族が長きにわたり争っていた。しかし200年ほど前、グランポートから侵略を受けた。この große Hude? große? いや、tatsächlich。当時のグランポートは、大陸中へその領土を広げようとしていた。皮肉なことに外敵の出現が、敵対していた部族をつなげたのだ。おや。もうこんな時間か。続きは次回の授業にしよう。教本の第3章から第4章をよく読んでおくように。次の授業で質問するので、そのつもりで。はい。ご教授。ありがとうございました、先生。はい。Professor Albright, eine Botschaft aus der königlichen Bibliothek für euch. Es heißt, ihr hättet nun Zutritt zum Spezialarchiv. 素晴らしい。Endlich kann ich mit meinen Forschungen beginnen. Die Bibliothek liegt vor dem Palast. Ich mache mich gleich auf den Weg. Also ich muss sagen, dass unser Freund hier, Cyrus, eine äußerst angenehme Stimme hat. Stalkst du mich? Junge Dame. Skandalös. Noch eine. Oh Gott. Otsukaresama desu. Oh, dem Himmel sei Dank, ihr seid doch da. Ich hätte dich ja noch gewusst. Ja. Ja. Wenn ihr die Zeit erübrigen könntet, hätte ich eine Frage zu dem heute Gelernten. Ja. Oh. Oh, natürlich. Es wäre mir ein Vergnügen, euch Antwort zu geben. Yorokonde. Meine Rolle als Tutor ist mir ebenso wichtig wie sämtliche meiner Forschungen. Leider habe ich nicht viel Zeit. Es ist eine Frage, die sich rasch beantworten lässt. Hi. Es wird nicht lange dauern. Eines an der... Moment, ich muss niesen. Nein, doch nicht. Eine sehr scharfsinnige Frage, Aurora. Nur fürchte ich, dass sämtliche Texte, die sich zu Details dieser Religion äußern, beim Fall von Hornburg verbrannt sind. Hm.
Ich vertrete allerdings meine eigene Theorie. Ich glaube, die Königsfamilie von Hornburg hat eine uralte Macht gehütet. Ein Kult. Oh Gott. Wohlgemerkt ist dies nicht reine Spekulation. Meine Theorie basiert auf der Tatsache, dass... Ja. Dass ihr euch solche Fragen stellt, ist ein Zeichen schärfen und neugierigen Verstandes. Eure Vorlesungen zur Geschichte des Reiches faszinieren mich. Natürlich nur die Vorlesungen. Es ist alles rein forschungs- und wissenschaftlich. Und, ja. Wenn ich unsere Vergangenheit nicht kenne, wie soll ich mein Volk dann in eine leuchtende Zukunft führen? Oh. Ja, sorry. Eine bewundernswerte Einstellung, Eure Hoheit. Das Volk dieses Landes kann sich glücklich schätzen, von jemandem mit solcher Art Weisheit und Güte geführt zu werden. Wie auch ich mich glücklich schätze, meinen kleinen Beitrag dazu leisten zu können. Ja, wie gütig von euch, Professor Albright. Ich bin stolz, eure Studentin sein zu dürfen. Er rückt mir nicht so auf die Pelle, Mädchen. Otto. Ah, vergesst bitte die Hausaufgaben nicht, eure Hoheit. Dewa, gokigenyo. Oh ja. Wolltet ihr mich ebenfalls etwas fragen? Ich. Nein, einen schönen Tag noch, Professor. Ich heiße Albright, Cyrus Albright, und hoffe, im Spezialarchiv stöbern zu können. Hi. Ah, Professor Albright, ihr erscheint so energisch heute. Ja. Ich hörte, es wäre ein gestiftetes Exemplar von Die Kirche der Heiligen Flamme, eine Gesamtdarstellung eingetroffen. Das muss ich einfach als erster in Augenschein nehmen. Naruhodo. Ihr seid besser über unseren Bestand informiert als wir Bibliothekare, wenn ihr euch hier eintragen möget. Ah. Gewiss. Oh ja. Stimmt etwas nicht? Für jemanden, der als brillanter Geist der Königlichen Akademie gilt, seid ihr, wenn es um Bücher geht, so aufgeregt wie ein Schuljunge? Ich bin voll der Chick-Magnet. Das ist ja der Wahnsinn. So hat das noch keiner formuliert. Und doch, wie ein Kind von einem neuen Spielzeug fasziniert ist. So erregt mich die Aussicht auf ein neues Wissen. Naruhodo. Zweifellos. Der Ausdruck auf eurem Antlitz spricht Bände. Oh. Hi. Gut, es scheint alles in Ordnung zu haben. Viel Vergnügen bei eurem Streben nach Wissen. Arigato. Seltsam, der Foliant ist nirgends zu finden. Hat ihn jemand ins falsche Regal gestellt? Hier ist er auch nicht. Diese Archive werden strengstens überwacht und gepflegt. Wohin mag es noch verschwunden sein? Cyrus-san. Der Schulleiter möchte euch umgehend sprechen. Ausgerechnet jetzt. Könntet ihr mir einen Gefallen tun? Hi. Und was wäre das? 実は
Der Foliant, den ich erwähnte, ist nicht aufzufinden. Könntet ihr ihn für mich suchen? Ore? Nicht aufzufinden? Ich werde sofort nach ihm suchen, Professor. Dewa. Vielen Dank, Werteste. Cyrus Albright, mairimashita. Hairitamae. Yobitatete sumanai ne. Nan no goyo de shou? Ibon gakucho. Kimi no kaita 魔法学の論文 あれは何だね? 何だね? と言われましても お読みになった通りです 論文の内容を言っているのではない 論文に用いた参考文献のことだよ なぜ引用したのだ? Copyright Verletzung あれらはこの王立学院に秘蔵されたとても貴重な資料だ。いたずらに広めて良いものではない。論文で発表するなどもってのほかだ。 あの資料の価値は認めます。 だからこそもっと大勢の学者に。 そんなことする必要はない。 学院の資料は学院のものだ。 Was ist das für eine Pose? Willst du mir gleich kranig technisch irgendwie entgegensprechen? Udoi! これは何を言っても聞いてくれそうもないな。学長は知識を勲章か何か自分のみでめでるものだと。 知識は独占してこそ価値がある。そういう考えの方なんだ。申し訳ありません。以後気をつけます。ご用はそれだけですか？ああ、それだけだ。うん、そうそう。 書庫の利用時間は限られているのだろう。急いで戻らないと閉まってしまうぞ。やれやれ、嫌がらせのためでもあったのか。はい、では失礼します。 入りたまえ。失礼します。それで。あ、あの。 Wehe, du behauptest jetzt irgendwas. Dann gibt's Haue. Cyrus-san! Ach, schrei nicht so. Oh mein Gott. Ja. Sore ga. Das ist äußerst bedauernswert. Man könnte daraus schließen, dass er gestohlen wurde. Sonna! Diese Dokumente sind ausschließlich zum Nachschlagen gedacht und dürfen nicht mitgenommen werden. Oh. Und in einen Schlüssel haben nur wenige Vertrauenspersonen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet hier etwas gestohlen wurde. Ein verschlossenes Gewölbe, ein verschwundener Foliant. Wir sehen uns mit einem richtigen Rätsel konfrontiert.
Und die Rätsel der Welt wollen gelöst werden. Oh nein, jetzt ist Professor Layton Time. Zumindest glaube ich, dass als Gelehrter, meint ihr nicht auch? Wenn er gestohlen wurde, würde ich sagen, das ist eine Aufgabe für die Palastwache. Aber ich sehe schon, ihr werdet nicht locker lassen, bis ihr den Fall geknackt habt. Das kann man wohl sagen, eine Angewohnheit, die ich einfach nicht ablegen kann. Warum will ich dich nochmal in meiner Party? Warum bist du cool? Wenn mir ein Rätsel vorgelegt wird, kann ich nicht ruhen, bis ich eine Lösung gefunden habe. Nun, dann möchte ich natürlich nicht im Wege stehen. Es ist bestimmt hart, ein Genie zu sein. Das habe ich öfter gehört und kann es nicht verleugnen. What? Keine Sorge, ich stöbere den Folianten im Nu wieder auf. Hi. Gut, vielen Dank und viel Glück bei der Suche. Sate. Und das Spiel hat begonnen. Oh nein, es ist ein Professor Layton-Spiel. Wo mit der Suche beginnen? Ich sollte wohl Mercedes fragen, wo die Schlüssel zur Bibliothek verwahrt werden. Die Wache am Eingang wird wissen, wer in letzter Zeit regelmäßig in der Bibliothek war. Ebenso wie meine gelehrten Kollegen. Dann sollte ich dem Schulleiter vielleicht auch einen Besuch abstatten. Nutze die einzigartigen Aktionen ihres Charakters, um alle Hindernisse zu überwinden. Cyrus kann via Studieren von Stadtbewohnern neue Erkenntnisse erhalten. So, so. Ho, ho. Natürlich habe ich einen Schlüssel zum Archiv. Und nein, ich habe nicht geschlafen. Ich habe lediglich meine Augen etwas Ruhe gegönnt, alles klar. Aber selbst wenn ich geschlafen hätte, wer stiehlt denn ein wertloses Buch? Naruhodo. Alles klar. Er hat einen Schlüssel, aber er kennt den Wert des Buches nicht. Ja, halt, halt, halt. Aber da ist grün. Soll ich da reingehen? Oh, okay. Ho, ho. Den Schlüssel zum Archiv, Odin, habe ich nicht, aber es überrascht mich nicht, dass jemand ein Buch gestohlen hat, so wertvoll wie sie sind. Ich habe selbst Spielschulden, kann die Versuchung also nachvollziehen. Oh. Ja, also er kennt den Wert des Folianten und das Verschulden. Nur Schulleiter Yvonne und die vor der Tür postierte Ware verfügen über einen Schlüssel zum Bibliotheksarchiv. Okay. Nein, hab ich nicht. Okay. Was benötigte Maler 1? Hä? Finde ich denn den alten Sack? Ich meine den Schulleiter. Anscheinend nicht im Palast. Ah, oh, okay. Ich habe nicht geklopft. Ah, okay. Oh, oh. Ihr wisst wohl, dass ich einen Schlüssel für die Sonderarchive habe und niemals so töricht wäre, sie in die falschen Hände fallen zu lassen. In jedem Fall gab es für mich schon länger keinen Grund mehr, diese Bücher zu studieren. Nein, okay. Oh. Also er hat einen Schlüssel, aber der starb in einem. Ja, okay. Yes. Mit diesen Informationen sollte ich den Fall lösen können. Solltest du. Wer besitzt den Schlüssel zum Archiv? Der Schulleiter und die Wache. Soda. Ja. Allein der Schulleiter und die Wachen haben einen Schlüssel zum Archiv. Ja, richtig.
Mit wessen Schlüssel wurde das Archiv aufgeschlossen? Mit dem der Wache, weil der gepennt hat. Der Schulleiter hält seinen Schlüssel im Büro unter Verschluss. Des Weiteren hat er das Archiv heute nicht betreten. Andererseits hat sich die Wache in letzter Zeit recht verdächtig verhalten, sogar im Dienst geschlafen. Wenn jemand diese Information gehabt hätte, wäre es diesem ein leichtes gewesen, ihnen den Schlüssel abzunehmen. Moment mal, wäre es nicht möglich, dass es die Wache selbst war? Nein, weil er nicht wusste, wie wertvoll die Bücher sind. Ja. Es muss jemand gewesen sein, der den wahren Wert der Bücher im Archiv kennt. In anderen Worten, der Schuldige ist nahezu sicher selbst ein Gelehrter. Tja, Junge, dann fällt der Groschen leider bei dir. Anders gesagt, unser Übeltäter ist kein anderer als der Russel. Zweifellos. Ja, ich wage zu behaupten, meine Logik ist daran sicher. Oh Gott, du bist so ein arroganter Pinsel, ey. Nun muss ich nur noch Russel finden und ihn zu einem Geständnis bewegen. Ich glaube, ich will dich nicht in meiner Party. Angeblich geht er seinen Forschungen heute unter der Erde nach. Unter der Erde. Oh, wie schick. Okay. Es ist wohl an der Zeit, selbst ein wenig Feldforschung zu betreuen. Dann werde ich diesen verdächtigen Gelehrten doch einmal genau unter die Lupe nehmen. Ihr möchtet also mit mir kommen? Nein. Aber natürlich sind Rätsel nur dazu da, gelöst zu werden. Schließlich sollte man immer bedenken, dass... Da fange ich schon wieder an. Ich will euch kein Ohr abschwatzen. Ich bin dankbar für eure Hilfe. Gehen wir also an die Arbeit. Russel wird zweifellos in seinem Labor dort unten zu finden sein. Ja, ja, ja. Was kann der gute Cyrus? Oh, er hat einen Stab. Heißt es, du bist ein Magier? Kannst du irgendwas Lustiges zaubern? Kannst du Kaninchen aus deinem Hut zaubern oder mich verschwinden lassen? Und du bist Level 1. Oh Gott. Juhu. Halt, geht's da rund? Oh, was ist das? Gegner studieren. Oh, Cyrus, solltest du am Ende doch so etwas gut sein? Gelehrter Fähigkeiten. Fireball, Eiswind. Ah, okay, du bist tatsächlich so etwas wie ein Magier. Oh, okay. Das trifft immer beide. Feuer, Kraut. Hört sich gefährlich an. Ihr habt euren Feind in einem Moment der... Ah, okay. Er ist schwach. Wie niedlich. Sa,
なかなか考えがいがあるね。あっ！さて、せい！行くよ！あっ、ほっ！今日は店じまいよ。授業の時間だ。Geht mir studieren. Ah, Simon. So. Ist doch was cool. さあ、どうする？Mal sehen. Nö. Ja. Oh, okay, doch. さて、どう？やっ！と。Oh, warte. The damage ist echt peinlich. Jo! Das nur was? Ah! Hup! Koko Was? Dondermann? さあ、始めようか。Dieses komische Symbol habe ich nicht. Ich will jetzt auf Licht tippen. Kakugo wa iika. Und vergleichsweise. Vergleichbares. Ich ja?Ach, du hast auch nix. Tot. Was? Ich so. Oh! Mata hitotsu tsuyoku naru. KanshasOkay, ich werde jetzt Russell kaputt machen und die ganzen Truhen auf dem Rückweg noch einsammeln. Und dann würde ich sagen, haben wir es. Sate, doshiyouka. Hey! Ikuzo. Yo!覚悟はいおうよさあどう出る氷を切り裂けここからが本番だなかなかかや集中していくあ私の場はい Okay. Dann machen wir jetzt den Russell kaputt. Hey, Russell. Na, was machst du hier Schönes? Versuchst du Zombies zum Leben zu erwecken? Versuchst du Gold herzustellen? No!
Professor Albright! Hm. Habt ihr es euch zur Angewohnheit gemacht, in die Büros eurer Kollegen zu stürmen, wenn diese arbeiten? Ein Übergriff, den ich nicht zu akzeptieren gewillt bin. Schitzre. Oh, du bist doch noch so nett. Sate. Habt ihr zufällig den von dem Folianten gehört, der aus dem Archiv entwendet wurde? Warum redest du mit dem? Schlag doch einfach alles kurz und klein, mein Gott. Ich hab nicht die leiseste Ahnung, wovon ihr spricht. Nun kommt, mein Freund. Sich dumm zu stellen ist unser beider nicht würdig. Also kommen wir zum Kern der Sache. Ihr seid ein Dieb und ich kann das beweisen. Was hat dieser Unsinn zu bedeuten? Unglücklicherweise für euch und genau in dem Moment, als ihr mit dem Schlüssel zurückschleichen wolltet, ist euer Freund die Wache aus seinem Schläfchen erwacht. Aber das ist unmöglich. Er hat geschlafen. Ich bin völlig... Oh, du bist drauf reingefallen. Oh. Depp. Oh ja. Wir bauen auf die Schläfrigkeit unseres Freundes, nicht wahr, Kamerad? Das war ein Versprecher. Ich sage es doch. Ich weiß von nichts von diesem gestohlenen Buch. Ja, ja. Ich dachte mir schon, dass ihr so etwas sagt. Kann ich ihn jetzt endlich grün und blau prügeln? Wird es euch denn etwas ausmachen, mich zur Akademie zu begleiten, um eure Unschuld zu beweisen, versteht sich? Rapü, rapü, der Plan war perfekt. Hättet ihr euch nicht eingemischt, wäre er auch... Oh, endlich. Oh, Russell, du... zu süß, gut aus? Ach, Poop. Ich habe keine Angst. Oder? Au. Au. Wasser, Irrlicht. Ja, Wasser, Irrlicht kann bestimmt nichts mit Feuer anfangen, aber egal. Oh, was ist gegen Feuer? Oh. Ja, was mache ich jetzt mit dir? Oh, Gott sei Dank. Irgendeiner muss sich hier mal um Olbere kümmern, bevor der hier kaputti geht. Kaputti Tobi. Da Cyrus nicht so wirklich zu irgendwas zu gebrauchen ist. Sorry, Cyrus. Aber du wirst jetzt zur Krankenschwester degradiert. Ich muss wahrscheinlich erstmal die loswerden. Bevor ich mich um den Russel kümmern kann. Rau, rau. Sate, どうしよう. Oh, schick. Schick, schick. Autsch. Au. Russell. Cyrus, du machst es schon gut. Ist nur krass. Nein, Russell. Nein. Böser Russell. Ah, ich riskiere es.
verdammt. ここからが本番だ。ロサン。ここからが本番だ。 Cyrus hat zerlegt. Cyrus hat zerlegt. da. Fress die Olive, Cyrus. なかなか考えがいがあるね。これでどうかな。 Oh, die Dinger sind echt sind echt nervig. これでどうかな。ここからが本番だ。 Ach, Cyrus. Wie viel habe ich noch? Ach, okay. Okay, Masu. Du machst mir gleich Probleme. Du hast die Ohren steif. なかなか考えがいがあるね。これでどうかな。 Egal. Jetzt mach ich dich platt. So, da waren es nur noch zwei. Au. Autschi. Nee, das bringt. Das bringt grad nichts. なかなか考えがいがあるね。本気を出そうか。 So, versuchen wir es mal damit. Koryo, Kirisake. Ah, wer hätte das gedacht? Sot. Ich bin gerade verwirrt, warum. Ah, okay, doch. Doch. Koryo, Kirisake. Ah, Cyrus, weißt du, eigentlich bist du die Liebe nicht wert, aber ich will mal nicht so sein. Nein, Russell, du hältst jetzt mal die Lippen stehen.
So. Autschi. Koko Karaga Hombon. Jo! Ich ja? Sate. Doshioka. Korede Doka. Ja, Gott. Ich so. So, Rosselrassel. Jetzt haben wir ein Problem. Nein, haben wir nicht. Ich entscheide, dass wir kriegen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, Cyrus, könntest du mal aufhören? Ständig irgendwelche Damage zu nehmen. Nee, brauche ich nicht. ここからが本。さて。セイ。行くぞ。さあ、どうする？さて、どう本気を出そうか。と。 Okay, das sind 4. Autschi. Ich so. Oh! Das ist nur wahr. Na. Oder? Vielleicht. Yay! So. Russell ist noch nicht mal gelb. Ich hasse dich. Was auch immer das getan hat, ich weiß es nicht. Okay, ich sehe es. Ich sehe es. Nee, ich sehe es doch nicht. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Das ist schon mal 3. Nee, es ist so. 3. Oh Gott. Tut mir leid. An alle, die jetzt am Herzinfarkt gestorben sind. 2. Ah, verdammt, das reicht nicht. Es hätte fast gereicht. Fast hätte es gereicht. Fast. Kakugo wa ii ka?
Was habe ich noch alles an dem Leben? FP, FP, GP, FP, FP. Was habe ich gerade gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas gemacht und ich weiß es nicht. Ich habe nicht aufgepasst, was ich gerade gemacht habe. Egal. Kannst du das mal lassen, Mann? Immerhin bist du schon rot. GP? Nein. Da ist sie. Die Marmelade. Cyrus, du musst als nächstes ins Gras beißen. Sorry, Mann. なかなか考えがいがある。なかなか考えがいがある。じゃ。ねえ、brauche ich nicht。ここからが本番。俺。 So, zwei. Was waren das? Vier? Nee, zwei, okay. Aber das zählt nur eins. Ich brauche aber zwei. Mann. Mann! Ja, komm. Komm, wir machen den jetzt kaputt. Nein, doch. Mann, Cyrus, reiß dich mal zusammen. So, jetzt wirst du gegrillt. Oh, Gott. Ich wollte nie. Ich brauchte nur das Geld. Das kann. Dieser Foliant hätte euch ein kleines Vermögen eingebracht, richtig. Aber habt ihr nicht für einen Moment die Konsequenzen erwägt? Mit diesem Folianten hättet ihr eure Studenten um etwas beraubt, das mehr wert ist als je. Oh nee. Ein schweres Verbrechen, unabhängig vom Täter, aber wirklich unverzeihlich, wenn dieser sich Gelehrter nennt. Ah, buh, buh. Oh. Cyrus-san. Ja, dann muss ich nochmal in die Hölle zurück alles einsammeln. Aber das mache ich in der nächsten Episode. Ja, freut mich zu hören, dass sie das Buch unbeschädigt gefunden hat. Ah. Und doch fürchte ich, dass es nicht der einzige Band ist, den unser Freund hier entwendet hat. Russell hat seine Vergehen schon vollumfänglich gestanden und seine Käufer genannt. Wir müssen die Bücher nur noch finden und zurückkaufen. Ich werde mit den Wachen sprechen, vielleicht können wir die Sicherheit des Privatarchivs verdoppeln. Was ist das denn? Hat dieser Gelehrtenhalunke das auch geklaut? Aus den Tiefen der Hölle? Nein, ich kann versichern, dass er das nicht getan hat. Es ist schon seit etwa 15 Jahren verschollen. Russells aggressive Ausleihmethoden reichten nur etwa 2 Jahre zurück. Masaka. Verstehe, dieser Band wurde also lange zuvor gestohlen oder ging verloren.
Ihr habt wie immer völlig recht, Professor. Erzählt mir mehr von aus den Tiefen der Hölle. Laut Index scheint es ein Kompendium alter Riten und längst vergessener Magie zu sein. Wenn ich mich nicht irre, war es der älteste Band, der sich in unserem Archiv befand. Unnötig zu erwähnen, dass es ein furchtbarer Verlust war. Ihr habt's doch bis eben gar nicht gemerkt, oder? Ah, ein weiteres Mysterium. Professor Albright, der Schulleiter, wünscht euch zu sprechen. Oh ja. Schon wieder? Was ist es denn dieses Mal? Vielleicht möchte er euch für eure Rolle bei der Ergreifung des Bibliotheksdiebs loben. Sicherlich. An solchem Lob liegt mir nichts, aber wenn er darauf besteht... Oh, cool. Ja. Wie auch immer. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte meinen Spaß, auch wenn es gegen Ende etwas knapp war. Memo an mich selbst, mehr Heiltrauben kaufen und vielleicht, wenn jemand Level 1 ist, mehr Level. Ich hoffe, dass es dieses Mal mit dem Ton etwas besser ist, dass ihr besser versteht oder überhaupt versteht, was ich so vor mich hin geschwafelt habe. Ja. In der nächsten Episode werden wir dann wahrscheinlich die Story von Cyrus abschließen und uns auf die Suche nach einem weiteren Charakter machen, dem 4. von 8. Und in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte wie gesagt Spaß und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen.